Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Soma. Wir haben letztes Mal hier eine Bruchlandung hingelegt. Und wir müssten nahe der Station Delta sein. Sind aber immer noch auf dem Weg nach Theta. Da müssen wir als erstes hin. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal um, wo wir hier eigentlich gestrandet sind. Hier geht es ziemlich weit runter. Genau. Vorsicht. Hier, unser kleiner Freund hat uns aus diesem, ja, Shuttle-Rettungsschiff, wie auch immer, geschnitten. Dankeschön dafür. Vielen Dank. Und das sieht mir hier schon mal danach aus, als müssten wir hier wieder in diese Richtung. Oder was heißt wieder? Wir müssten in diese Richtung. Das leuchtet schon sehr auffällig da oben. Ich laufe erstmal in die Richtung. Einem etwas schnelleren Schritt. Nein, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt runterfallen. Ich schaue nur hier mal runter, ob es hier noch weitere Dinge gibt. Ihr kennt's ja. Erstmal alles absuchen, bevor es mal richtig weitergeht. So, hier, okay. Da drüben sieht man auch noch was. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal hier am Abgrund entlang laufen. Kann es sein, dass das ein Plateau ist, dass wir einfach nur im Kreis laufen? Okay. Nein, ich möchte hier nicht runterfallen. Okay, das sind Fische hier oben. Es scheint, dass hier keiner von diesen böswilligen Viechern in der Nähe ist. Okay, hier gibt es eine Leiter nach oben. Also wenn ich die Sache richtig sehe, kann ich hier hoch? Nein? Ah, ich könnte mal ab und zu meine Taschenlampe anmachen, sonst ist es wirklich relativ dunkel für euch. Ich lasse mal die Taschenlampe an. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier einmal am Rand entlang gelaufen, ohne dass ich hier irgendwas Interessantes gefunden habe am Rand. Außer natürlich hier das hier. Aber ich denke, wir wären früher oder später sowieso hierher gekommen. So, das sieht aus, als könnte man hier rein. Hier ist wieder eine Luftschleuse. Oh, da ist noch ein Roboter. Hallo, Kollege. I need to get to Theta. Help me out here, will you? Was? Hey, can you hear me? Don't stand there. You know better than that. Listen. Make yourself useful. Hey, can you hear me? Give me some room, will you? Hey, you. Make yourself useful. Hey, can you hear me? Der reagiert nicht auf uns. I got this. Das finde ich aber schade. Kann ich hier rein? Was ist das hier überhaupt? Kein Signal. Oh, müssen. Müssen wir hier etwa eine Antenne ausrichten? Bevor ich mich daran versuche. Wie gesagt, ich laufe hier einfach mal weiter rum. Kann ich hier was öffnen? Zugerostet. Hier, er könnte mir doch einfach hier was aufschweißen. Dann könnte ich mal schauen, was da drin ist. Nein, möchte er anscheinend nicht. Wir gehen mal hier weiter. Sieht mal wieder sehr gesund aus hier. Sicher, ob ich jetzt hier alles schon erkundet habe. Ich laufe mal in die Richtung. Hier ist mein Anhaltspunkt. Das habe ich von dem Shuttle aus gesehen. Wir müssten eigentlich hier drüben gestrandet sein. Ich laufe mal in diese Richtung. Nein, es sieht nicht so aus, als würden wir hier weiterkommen. Zugerostete Rohre. Wie soll es auch anders sein?
hier sind wir jetzt auf der anderen. Ja, hier waren wir vorhin schon. Was ist das hier eigentlich? Kann ich hier hoch? Nein. Ich kann hier aber zwischendurch laufen. Bringt mir aber ehrlich gesagt nichts. Ich halte mich hier mit so Sachen auf, die mir wahrscheinlich eh nichts bringen. Ja, ich versuche mich mal da an dieser Luftschleuse. Mal sehen, was es hier gibt. Das sieht mir aus, als wäre es etwas größer, oder ist es nur so, so ein kleiner Raum? Nee, es scheint nur so was Kleines hier zu sein. Ist aber mit dem hier verbunden durch ein Kabel. Was ist das hier drüben? Das sieht mir aus wie Schienen. Ist ein Greifarm, okay. Ja. Es sieht aus, als wäre hier irgendetwas zusammengebaut worden durch Maschinen. Oder beladen, entladen. Okay, das sieht mir hier aus, als wäre hier der Bau von etwas gestoppt worden. Das sieht mir aus wie eine Raketenstufe. So, ja, nicht ganz, aber es macht mir den Anschein. Hier genauso. Control Room. Kann ich denn hier rein? Oh, ich muss gleich niesen. Oh, Entschuldigung. Immer noch zu gerostet. Ah! Das war aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Good robot. Genau. Kollege, du bist sehr nett. Juhu. So, schauen wir mal, was es hier drin gibt. Nicht, dass uns unser Freund hier auflauert. Ein Schalter, der rot aufleuchtet. Wir hier auch alles zugewuchert. Oh. Ah. Hier kriegen wir wieder ein neues Erinnerungsfragment. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck! He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on! Okay, da ging es um den Akers. Was kann ich denn hier machen? Nein. Es sieht mir hier nicht danach aus, als könnte ich hier irgendwas aktivieren. Oder? Ah, doch. Hier geht nichts, aber hier. Ah, das scheint noch intakt zu sein. Was ist das denn hier? 15.01.2104. Okay. Control Remote. Zeppelin Control. Denied. Denied. Error. Main. Invalid Command. Zeppelin Control. Override. Komorebi. Was? Responder. Right. Suspended. Fuck you, Akers. Invalid Command. Okay. Was gibt's denn hier? Okay, das hatten wir. Nachrichten. Entwürfe nicht gesendet hier wieder. Starsky Theta. Betreff Zepp. Akers. Akers zieht. Moment. Achso, Zeppelin wahrscheinlich. Akers zieht irgendeinen blöden Scheiß ab. Gerade hat er den Zeppelin zurück nach Theta gelenkt. Lasst ihn nicht andocken. Zieht ihn verdammt nochmal aus dem Verkehr.
Okay. Bereichskarte. Wir sind hier Delta, Theta. Okay, wir sind ganz nah, scheinbar. Lambda, Delta. Vergrößern. Ah, okay, ich muss hier hoch irgendwo. Da stehe ich gerade in dem kleinen Kontrollgebäude. So. Verkleinern, alles klar. Das war's eigentlich schon. Mehr kann ich hier nicht machen. Ob es mir jetzt was geholfen hat, weiß ich nicht. Doch nochmal um. Wir konnten irgendwas ausrichten. Delta, okay. Das haben wir schon rausgefunden, dass wir hier auf der Delta-Station sind. Das hier scheint eine Plattform zu sein. Ob die sich irgendwie demnächst noch bewegt, nach oben oder unten, ich weiß es nicht. Das hier war zugerostet. Ja, hier kann man nichts machen. Und hier kann ich irgendwas ausrichten. Kann ich denn hier rein noch? Ja, ich komme ja auch noch rein. Oh. Ja. You put it in work for me? I'm not sure that's a good thing. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst irgendwie was machen sollte hier. Moment. Did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Geht nichts, geht nichts. Ah, und jetzt? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Ausrichtung der Antenne zu verschiedenen Stationen. Linkverbindung hergestellt, okay. Oh, hoppla, das wollte ich nicht. Was können wir hier drin machen? Schauen wir mal, was hier drin gibt. Dass uns hier wieder unser Freund erscheint. Es wäre etwas eng hier drin, um dem zu entwischen. So, was haben... Schach kann man hier spielen. Okay. Ich glaube, das machen wir aber jetzt nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal die Bilder an. Oh, schöne Korallenbilder. So, was gibt's denn hier? Was steht da? Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Okay. Ich glaube, da war einer nicht mehr ganz bei Sinn. Hier, das sieht auch nicht so gesund aus. Droppt das von hier oben rein? Nee. Von wem ist das hier bitte, das Blut, wenn das überhaupt Blut ist? Sieht komisch aus hier. Das kommt aus dem Spind. So, was haben wir hier? Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen, sie in meinen Klarträumen einschließen. Ich krieg die Tür nicht auf, vielleicht ist es auch besser so. Schach, jetzt lesen wir uns das mal hier durch, was steht denn hier? Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht.
Ich hätte Goya und Wahn das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar in den Schatten zu stellen. Okay, was steht hier unten noch? System Report, US Supervising Engineer. Hier hinten ist nichts drauf. Kuli, Dosen. Na gut, Schach. Neues Spiel, fortfahren. Kann doch jetzt hier nicht tatsächlich Schach spielen, oder? Fehler. Gegner beschädigt. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich glaube, das hätte auch den Rahmen gesprengt. Zumal ich so gut Schach nicht kann. So, was haben wir hier? Tabletten. Tabletten. Alpra X. Karten. Okay, da war einem auch etwas langweilig scheinbar. Gut, wenn man hier die ganze Zeit alleine sitzt, kann ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, das bringt mir jetzt hier gar nichts, die Tür zuzumachen. Das hört sich schon so eklig an. Da ist irgendwas hinten dran. Nein. Kein Bedarf, danke. Warum konnte ich jetzt hier rein? Einfach um diesen Zettel zu lesen? Ich glaube ja. Ich lasse mal die Taschenlampe an, das macht alles ein bisschen heller. Gehen wir wieder raus, wenn das hier alles war. Kaffee, Entschuldigung. Okay. Probieren wir hier mal weiter. Kanal 1. Ja, was bringt mir das, wenn hier eine Linkverbindung hergestellt wurde? Er hat mir jetzt hier eine Verbindung hergestellt. Aber ändert sich jetzt hier drin noch irgendwas? Ich muss mir das mal anschauen. Irgendwas habe ich jetzt hier nicht ganz verstanden. Ich muss mal schauen. Was ist was mit hier drin? Ich kann hier nicht mal auf zurückgehen. Also ich kann hier nichts machen außer Schach spielen. Was mir aber persönlich jetzt gar nichts bringt. Okay, hab mit dem hier drin nichts zu tun, scheinbar. Gut. Dann schauen wir uns weiter um. Ich probiere mal verschiedene Sachen durch. Das hatten wir, glaube ich, schon. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. I don't know, man. I just say we can keep things classy, even when women are around. Linkverbindung hergestellt, 216. Ja. Ich verstehe es nicht.
Das war 7. Ich glaube, ich muss mich hier noch weiter umschauen. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt gerade machen soll. Bin gerade etwas überfragt. Vielleicht muss ich hier noch rein? Ja. Ich glaube, ich hier wirklich rein. Zeppelin Transport Theta. Vielleicht bringt uns das erst später was. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Delta. Ja. Wir gehen nach Delta. Wir sind wieder irgendwo drin. Das macht mir wieder ein sehr, sehr tolles Gefühl natürlich. Hier ist wieder eine Heilungspuperze. Sag ich mal. So, was haben wir denn hier drüben? Regale. Lambda, Delta. Na, kann ich hier. Epsilon, Lambda, Delta, Theta, Omikron. Zeppelin Cargo. Gut. Also, wir sind jetzt in Delta. Wir müssen nach Theta. Kommen wir da einfach so hin? Müsste gehen. Und diese gelben Punkte. Sind die denn? Sind die der Zeppelin? Sind das Zeppelin-Wegpunkte? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann hier auch nichts dran machen. Das sind wieder immer diese Wau, wo sich hier verbreitet. Die nehme ich sofort. Toilette? Hallo? Na? Gut. Ich glaube, ich kann hier nur das machen. Ah, ne. Ich kann den Schalter noch drücken. Also ich auch kann. Schach, hier kann man auch Schach spielen. UH Handbuch. Oh mein Gott, was ist das? K8 UH 8. Intelligenzkomplex. Was? Leichter Universalhelfer. Ah, das ist unser Freund, wo uns hilft. Fernlenkpilot. Anmerkung. Der K8 verfügt über zwar nicht. Was? Anmerkung. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Das haben wir schon festgestellt. Bull. Intelligenzkomplex. Klasse mittlerer Arbeiter. Fernlenkpilot unterstützt. Das ist so einer, wie der draußen rumschwimmt. Topa, den haben wir auch kurz gesehen. Intelligenzkomplex. Klasse Mini. Fernlenkpilot NA. Okay. Qualia. Ist es der, wo uns ans Leder wollte? In den letzten Folgen. Einfaches. Intelligenz, einfaches A2U. Klasse, Forschungsflugzeug. Fernlenkpilot, obligatorisch. Anmerkung. Das Fahrzeug verfügt nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Oder ist es diese... Ne, Arm, Engine, Antenne, okay. Auf Lok zugreifen. T-Akers, okay. Terry Akers hat sein 1000. Schachspiel gewonnen. Profi, ne? Würde ich sagen. Ah, okay. Jeden Tag ein Schachspiel. Ne, doch. Jeden Tag hat er sich eingeloggt. Und am 13. hat er sein 1000. Schachspiel gewonnen. Super, super Typ. Spiele gewonnen. Gegner beschädigt. Okay. Funktioniert auch nicht. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, was uns das bringt hier.